Wir spielen Wer bin ich? Wir, ihr kennt das Format. Okay, cool. Das ist Timo. Der hat ein Pokémon Moin. Für Dennis. Dennis hat ein Pokémon für Flo. Flo hat ein Pokémon für mich. Ich habe ein Pokémon für Timo. Und anfangen wird der Verlierer, der Gewinner, wer auch immer, Timo. Let's go! Okay. Ich möchte ganz kurz vorher noch intervenieren. Du kannst nämlich reinschreiben, dass das heute eine Special-Ausgabe ist. Denn ich habe zwei Pokémon für dich, Rahim. Und du sagst mir jetzt eins oder zwei, welches ich davon nehme. Und dann kannst du aber Special-Folge in den Titel schreiben. Ich nehme eins. Okay. Weil ich bin dann die Nummer eins. Ist der weg. In deinem Herzen. Gut. Hoffentlich. Ah, ja. Ja, vielleicht die Nummer 20. Ja, okay, bin ich in der Top 10 in deinem Herzen, Flo? Boah, weiß ich nicht. Ah, okay. Ich muss Top 10 machen. Ja, schwierig. Okay, ich, hab dich schon gern. Ja, danke, danke. Okay, Timo, so, hau raus. Sorry, das war wichtig zu klären. Das war wichtig. Warte, wer hat nochmal für mich du, ne? Ja, 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 ich heiße du. Du. Ja. Hat bei Pokémon. Aha, ja, das hat es. Ohne Ability eine Immunität. Ohne Ability eine Immunität. Und ohne Item natürlich, ne? Kannst du jetzt und nicht sagen, ohne aber Item. Nein, hat es nicht. Okay. Okay. Dennis. Nicht schlecht. Ich bin dran? Ja, wir können auch so Uhrzeigersinn. Dann machen wir Uhrzeigersinn, dann bin ich jetzt ganz frech. Und frage dich, Floberti. Kuss. Ah, Kuss. Floberti. Hallo? Ich bin ja deine Nummer 1. Und bin ich die Nummer 1 im Pokédex. Das wäre tatsächlich sehr stark. Würde ich feiern, aber ich glaube, ich das... Ich sag nach dem letzten Mal, was ich gewählt habe, nicht unmöglich. Ganz unwahrscheinlich, ja. Ich sag so, eine 1 in der Pokédex-Nummer wäre eigentlich eine voll witzige Frage. Oh, das wäre echt eine starke Frage. Habe ich vorhin überlegt, ob ich zwei fragen will, so. Aber mach ich erst, wenn ich hoffentlich ein, zwei Ja's bekommen habe. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Ich habe zwei oder mehr Fähigkeiten. Nein. Doch. Nein. Okay, ich habe zwei. Du hast auf Ja's gehofft. Ja, natürlich. Ich intervenieren. Ich kann weiblich oder männlich sein. Ich habe zwei oder mehr Schwächen. Ja. Warte, zwei meiner Schwächen, weiblich, männlich. Oder was war meine erste Frage? Was war meine erste Frage? Mein Kurzzeitgedächtnis hat mir ja komplett einen Stich gelassen. Ich weiß nicht mehr, leider. Das war meine erste. Ah, zwei oder mehr Fähigkeiten, ja. Okay. Wusstest du es noch? Sei ehrlich. Ja. Aber nur, weil ich den PokeWiki-Eintrag offen habe. Okay. Und so ein bisschen mich orientieren kann. Ich basiere auf einem Tier. Ja. Ja. Okay, jetzt kann ich ja fragen. In meiner Pokédex-Nummer ist eine 1. Nationaldex-Nummer? Nationaldex, ja. Boah. Auch sechs. Ist nicht so eindeutig. Ja. Oh. Ja! Wild. Crazy. Ja, dann bist du jetzt. Wenn du mir jetzt sagst, welches Pokémon die Pokédex-Nummer 191 hat, gebe ich dir 5 Subs. Warte, ich schau ganz kurz. Nein, Schwarz. Nee, warte, nicht. Ja, doch, 191. Nee, 199. Sorry. 199. Ist das 199. Ich wollte gerade sagen, wieso ist 199 so wichtig? 191 ist für Lino. Ich will 199 wissen. Corazon. Falsch. Okay, was wäre es gewesen? Lashoking. Lashoking. Okay, hätte ich nicht gewusst. Funny. Achso, ich bin dran, ja, ne? Ja. Oh, Digga, ich hatte eben noch Fragen. Jetzt sind sie weg. Scheiße. Ja. Sorry. Das ist okay. Okay, pass auf. Ja. Ich werde jetzt so hart Ja's farmen. Ich habe eine legale Shiny-Variante. Ja. Das ist eine gute Frage. Ist nicht schlecht, sage ich. Ja. Yes. Man fängt langsam an. Jo. Ich brauche mehr als 1 Million Erfahrungspunkte bis Level 100. Auch stark. Die Antwort müsste Nein sein. Ich schau mal. Müsste Nein sein? Du kannst es auswendig. Die meisten steht bei PokeWiki. Über eine Mille. Yeah. So, nein. Die Frage war, ich brauche mehr als 1 Million Erfahrungspunkte, um Level 100 zu erreichen. Ja. Dann ist die Antwort nein. Boah, Oha. Du hast dich gefragt, ob mehr und 1 Million. Ja, ja, wahrscheinlich genau 1 Million. Könnte gut sein, ja.
Aber die Frage ist, ich habe doch keine Ahnung davon. Naja, aber ich habe Real Talk damals, als ich so meine Forschung betrieben habe in Gen 3 und so die ganzen Maps abgemalt habe auf Millimeterpapier, da habe ich auch Pokémon alle auf Level 100 trainiert, um zu gucken, wie viel brauchen die eigentlich Erfahrungspunkte. Und dann ist mir aufgefallen, Digga, es gibt verschiedene Gruppen. Ja. Das habe ich in Eigenforschung herausgefunden. Krass. Ey, du bist so ein krasser. Aber ich habe mir nichts davon gemerkt. Stark. Okay. Wäre auch heftig. Ja. Ja. Ein meiner Typen wird von einem Johto-Arena-Leiter benutzt. Positiv? Oh, okay. Damit haben wir nicht gerechnet. Er hat ja nicht mit einem Nein gerechnet. Johto-Arena-Leiter. Was haben wir denn hier so überhaupt? Hey, du, er schaut nach? Bro. Achso, das musst du wissen. Nein, das musst du wissen. Ja, dein Job. Ja. Okay. Hey, was ja, aber ich schau doch jetzt hier nicht nach. Nein, warte, dann versuch ich mal. Also, wir haben Käfer, wir haben Flug. Deswegen bist du so schnell vorhin auf deinen Mann gekommen. Nein! Hat erstmal gegoogelt. Der hat erstmal gegoogelt. Meine erste war Gen 3. Welche Feuer-Pokémon gibt es? Pokewiki Feuer-Pokémon. Ah, okay, Glurak. Ja, dann sag ich doch mal Glurak, oder? Glurak, oder? Glurak. Okay, habe ich eine Immunität? Timo? Ja, positiv. Ich habe eine Immunität. Oh mein Gott, das ist so cool. Das sind zu viele Ja's, ich weiß gar nicht, wohin so cool. mit mir. Okay, warte, Flug ist sogar. Ich kann Käfer streichen. Also, erstmal. Ja, bisher nur zwei Johto-Arena-Leiter Flug und Käfer. Vier. Nee, ich hatte vier tatsächlich. Ja, okay. Ein meiner Typen ist von Typ Geist. Nö. Schade. Dank Schleichen mit Geist. Okay, ich habe keine Immunity. Oh mein Gott, die gibt's ja auch noch. Ah ja, sorry. Das ist natürlich crazy. Dann würde ich auch sagen, dass ich tatsächlich nur einen Typen habe. Nein. Okay. Okay. Noch besser. Das Ding ist ja, ich habe eine 1. So, es kann jetzt natürlich auch 19 sein. Es kann 721 sein. So, die Wahrscheinlichkeit ist aber natürlich am höchsten. Die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass es 100 bis 199 ist. Und deswegen frage ich auch einfach mal, ist meine Pokédex-Nummer, das ist glaube ich okay, ist wie eine Generation zu fragen. Es sind 99 Pokémon, die man abdeckt. Und es sind über zwei Generationen, aber halt halb nur. Ich fände, das ist okay. Wenn du halt Gen 5 fragst und irgendwie 160 Pokémon fast abdeckst. So, also ist 56. Ist meine Pokédex-Nummer zwischen 100 und 199. Das Ding ist, du hast dich für die geringere Wahrscheinlichkeit entschieden. Denn es gibt deutlich mehr Nummern, wo eine 1 drin ist, wo es nicht jetzt, wo du darüber nachdenkst. Ist. Aber ich kann halt mehr ausschließen, ne? Ja. Du hast ja überall so. Ja. Aber die anderen kann ich halt nicht wissen. Also keine Ahnung, was richtig, ist richtig. 821 so. Das stimmt. Was genau war die Frage? 100? Ja, 100 bis 199. Nö. Okay. Ja, das ist stimmt. Okay. Aber ich habe mir ausgeschlossen. Ich bin fein mit der Frage. Okay. Das ist okay. Meine offizielle Farbe ist braun. Die Nein. Antwort ist immer ja. Was? Nein? Warum soll der eine Antwort ja sein? Weil der Dümmste fliegt, ist immer braun, die Antwort. Nee. Weil die Fragen gerickt sind. Wir sind nicht leider hier. Braun. Okay, Timo. Ja. Mir ist gerade Bianca noch eingefallen, deswegen habe ich so hysterisch gedingenst. Und halt Flug. Gib noch einen. Gib mir Zeit. Doch nicht. Das heißt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Er will ablenken? Okay, greif ja, an. Ich greif an. Ein meiner Typen wird sehr effektiv von Kampf getroffen. Ich hab's nicht gehört. Nein. Was, Manu? Hätte auch noch Stahl gegeben, wegen Jasmin. Ah. Hat auch eine Immunität und das wird von Kampf sehr effektiv getroffen. Oh, okay. Ja, dann, okay. Cool. Hilft mir weiter. Freut mich. Okay. Ich habe zwei Typen und keine Immunität. Das ist ja der Wahnsinn. Wow. dann würde ich doch einfach mal ganz frech sagen, dass einer meiner Typen in der ersten drei Generationen physisch war.
Einer deiner beiden Typen war in den ersten Regenerationen physisch, ist deine Frage. Das ist meine Frage, das ist korrekt. Und ich kann diese Frage tatsächlich nur mit einem Nein beantworten. Nein! Wow! Okay. Was für dein Kauf? Ich habe eine oder mehr Immunitäten. Ja. Ich habe nur eine Immunität. Nein. Oh, okay. Oh, wow. 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 Ich bin größer gleich 0,1 Meter. Größer als, war die Frage. Größer gleich, also mindestens 0,1 Meter. Ja, ja. Warte, farmst du gerade einfach nur ein Ja? Ja, ja. Wow! Ich bin größer gleich 0,2 Meter. Ich bin's, Alter. Wir sind auf einem guten Weg. Okay. Stolz auf dich. Einer meiner Typen hat eine Pflanzenschwäche. Nein. Okay. Also, Timo. Ja. Ich bin Untarnung von Typ Flug. Positiv. Okay. Habe ich einen zwei Typen? Ebenfalls positiv. Okay. Full-Time, yeah. Okay. Wie fahren wir fort? Haha. Gesundheit. Wo Häschen, mein Häschen? Dankeschön. Dankeschön. Ein Teil einer Entwicklungsreihe. Negativ. Na gut. Okidogi. Beide meine Typen waren Arenaleiter in der ersten. Ne, einer meiner Typen war Arenaleiter in der ersten Generation. Ja. Beide meiner Typen waren Arenaleiter in der ersten Generation. Da muss ich doch einmal ganz kurz nachschauen. Weil. Junge, der hat mir auch wieder Kala, aber der hat mir so Iskala gegeben jetzt. Nee, ich weiß die Antwort, aber wir machen ein bisschen suspenseful. Beide deiner Typen, sagst du, sind Teil der ersten Generation. Arena in der ersten Generation. Leitenden. Und ich sage nein. Nein! Wow, das ist für dein Kau. Wow, okay, Flobert. Ich habe zwei Typen. Das ist korrekt. Okay. Ich habe ja zwei Immunitäten. Ich habe genau zwei Immunitäten. Drei wäre heftig jetzt, wenn du jetzt mit drei kommst. Würdest du dann wow sagen? Wow. Es sind nur, sind, was war die Frage? Genau zwei? Ich habe genau zwei Immunitäten, ja. Das ist korrekt. Okay. Und ich habe ja einen Dual-Type. Und jeder meiner beiden Typen, allein, separat, in einem Vakuum betrachtet, sorgen dafür, dass ich jeweils eine Immunität bekomme. Das wäre ein Pokémon, das im Gleichgewicht leben würde. Genau. Im Gleichgewicht. Ja, doch, kann man so sagen, ja. Also bin ich jetzt zum Beispiel kein Geist-Pokémon. Das kann man so sagen. Genau. Top. Das heißt, ich habe eine Immunität durch zum Beispiel Unlicht, durch Stahl, Boden, Normal. Was haben wir noch so? Flug. Okay. Ich interagiere mit dem Kampftypen auf eine andere Art und Weise als neutral effektiv. Nein. Okay. Warte mal. Also ich interagiere nicht, also ich bin neutral effektiv. Ja. Also Kampf ist neutral effektiv auf mich, also auf meine beiden Typen. Auf deinen Pokémon. Und jetzt noch ein Ja bekommen, oder wie? Nee, ich frag jetzt. Ja, okay, na gut, dann nächste Frage. Ich habe also gefragt, ja. Ist okay. Ja, sorry. Okay. Ich brauche weniger als 1 Million Erfahrungspunkte. Es gibt eine legale Scheinung. Nee, warte, du brauchst mehr. Die Frage war mehr. Nee. Entweder, ob er weniger oder 1 Million. Achso, mehr als 1 Million, genau. Und ich brauche entweder 1 Million oder weniger. Hä, nein. Doch? Dann hast du die Frage falsch beantwortet. Echt? Er hat gefragt, ob er mehr als 1 Million braucht. Ja. Du hast Nein gesagt. Und du hast Nein gesagt, ja.
Oh. Echt? Ja. Ist egal, ich nehme das. Ich habe schon sehr viel rausgefunden. Alles, ja, dann, jetzt okay, warte, okay, warte. Dann darf er, wenn er jetzt ein Nein kassiert, darf er dann nochmal fragen. So, dann gleichen wir das aus. Größe 1 Million. Okay, gut. Das ändert alles. Es gibt eine legale Shiny von mir. Ich bin nicht braun. Ich habe keine Pflanzenschwäche. In dem Special Quiz auf PokémonQuiz.com tauche ich auf. Ja. In dem Special Quiz. Hey, warte, was ist denn dieses Special Quiz? Warum sagst du ja? Hey, was ist das Special Quiz? Achso, du dachtest jetzt alles, ne? Ich dachte, ja, alles. Der kennt es doch gar nicht. Das ist cool. Ja, deswegen hat mich auch gewundert, dass die alle. Dann frag einfach, ob du ein besonderes Pokémon bist. Mythical, Legendary, Nein, dann nicht. Nein, dann nicht, aber jetzt stell noch eine Frage, damit ich den Fehler von vor der letzten Runde ausgleichen kann. Ich dachte, die Frage hätten wir beim letzten Mal gebannt, übrigens. Aber ist okay. Kein Auge. Achso. Okay. Ja, ist okay, dann nehme ich die zurück. Okay. Dann habe ich doch kein Nein, na gut. Stimmt, dann habe ich meine zwei Neins ja noch. Alles gut, okay. Ich denke, vor allem, wenn du so ein Nein bekommst, ja, warte, ich nehme Frage zurück, ich frage was anderes. Reim sein, kommst riech am Rattern, Junge. Ja. Richtig an. Da, da sind die Klick-Klack gezündet. Stark. Einer gerade so richtig am Zittern. Nein, ich sag doch nicht Klick-Klack, halt auf dein Maul. Der hat eine Kampfschwäche. Oh. Ja. Na, wer einer ist meiner jetzt Typen okay. Ja. Hat eine Kampfschwäche. Ja. Oh. Erwischt. Warum haben wir alle Kampfschwächen? Also ich weiß. Ich habe insgesamt eine Kampfschwäche. Ja. Okay. Ja. Ich habe. Zwei Typen. Ja. Okay. Das hilft mir schon enorm weiter. Ey, sehr gerne, Mann. Hast du schon 5 Ja's, oder? Nö, ein Nein nee. Und 2 Ja's. Oder ein Nein zurückgegeben, dann habe ich wieder mal falsch gehalten. Okay. Falsche Antwort. Okay, das ist schon mal grundsätzlich gut, damit kann man arbeiten. Mhm. Ich bin ja auch nicht Gestein, weil ich keine Pflanzenschwäche habe. Das heißt, ich bin entweder Stahl, normal, Unlicht. Stahl, normal, Unlicht. Eis. Stahl, normal, Unlicht, Eis. Stahl, normal, Unlicht, Eis. Ja, das ist eine 50-50, wenn ich die Route wieder gehe. Aber ich will, glaube ich, die Route nicht gehen. Nee, Erfahrungspunkte. Das hilft dir vielleicht. Stahl, normal. Okay. Der Typ, der eine Kampfschwäche hat, wird von einem Yoto-Leiter verwendet. Der kennt doch die Yoto-Leiter nicht. Ja, ah, ja. Doch, ah, ja, ja. Ich, doch, okay. Doch. Er kennt ja nur Bianca, ne? Ich bin ein Normal-Pokémon. Ja. Ja, wenn du es jetzt so fragst. Ja, wenn du schon so fragst. Ja, das hat doch jetzt schon locker 5 Jahre. Das war jetzt 5 Jahre. Ja. Feierabend hier. Da weiß ich nicht. Ja, jetzt haben wir Feierabend. Kampfschwäche, zwei Typen. Dann Yoto und normal. Das sind 4 Ja's. Und du hast eins habe ich noch. Ah, okay. Boah, das ist aber krass, Alter, dass ich ein Normal-Pokémon bin, aber nicht braun. Weil ich glaube, die meisten Pokémon, Normal-Pokémon sind braun. Sehr viele zumindest. Ich wollte gerade sagen, es gibt so viele weiße Normal-Pokémon. Weiß. Oder nee, grau. Die sind meistens auch braun. Ist meine offizielle Farbe weiß? Nein. Denk auch an die Erfahrungspunkte, das, du hast eigentlich schon. Ist es quasi schon da, ja? Hä? Echt? Okay. Egal. auch mein Zweityp wird von einem Yoto-Arena-Leiter benutzt. Nö. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, alle. Mein einer Typ, der nicht von den Arena-Leitern verwendet wird. Mhm. Haben wir den noch dann? Existierte aber schon in der ersten Gen. Das ist korrekt, ja. Gut. Das heißt, ich bin ein Eispokémon. Ne, ich bin ein Drachen-Pokémon. Das ist eine Frage?
Ich bin ein Drachen-Pokémon. Nein. Ich bin ein Eis-Pokémon. Ah! Okay, Flo. Ja. Einer meiner beiden Typen im Vakuum betrachtet hat eine Kampfschwäche. Ja, wir gehen wieder in unseren Vakuumraum und stellen fest, ja. Okay, okay, okay. Das heißt, ich bin Normalflug oder Flugstahl. Das ist gerade so das, was ich rausbekommen habe. Ich könnte in der Theorie Unlicht... Nee, ich kann... Unlichtflug könnte ich auch noch sein. Doch, Unlichtflug könnte ich noch sein. Aber ich muss auf jeden Fall den Flugtypen haben. Deswegen, mein einer Typ ist der Flugtypus. Ja. Okay, jetzt muss ich noch herausfinden, ob ich Unlichtstahl oder normal bin. Okay. Mein anderer Typ wurde erst in der zweiten Generation eingeführt. Unlicht oder Stahl? Okay. Nein. Das heißt normal Flug, okay. Okay. Ich bin doch noch gar nicht so weit. XD. DDDD. Und ich hätte eh eine Immunität gehabt, stimmt. Was meinst du? Nee, wegen meinem, weil ich ja eben gefragt habe, ob Eisdrache oder Unlicht. Und ich hätte eh eine Immunität gehabt. Ich weiß ja, dass ich keine Immunität habe. Das ist korrekt. Aber Drache hat keine Immunität. Ich habe... Achso. Ja. Verneinung geht ja nicht. Ich werde von Stahl genau... nicht von Stahl. Von Kampf genau sehr effektiv getroffen. Nicht vierfach sehr effektiv. Ja, ja, ja. Dann sind Stahl Korall raus... Unlicht raus, Eis raus. Hat zwei Typ. Das heißt, normal Kampf. Normal Elektro, normal Drache. Normal Feuer, normal Pflanze. Das ist schon sehr unique. Also, Olitena-Reihe könnte ich mir vorstellen. Zenlong-Reihe könnte ich mir vorstellen. Also, Reihe vor allem. Normal Elektro. Normal Kampf. Kommt mir bekannt vor. Normal Feuer, ist Pyroleo ist denn normal Feuer? Ja, ne? Okay. Ich halte Olitena und Zendong für wahrscheinlicher. Dementsprechend sage ich, ich habe eine Eisschwäche. Nö. Nö. Okay. Okay, Timo. Ich muss die Frage einfach nochmal stellen. Mein Zweityp ist, Wie habe ich die denn formuliert vorhin? Ja. Genau, hier. Aber ist ein Starter-Typ hier, you know? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, mein Zweityp ist enthalten in den, vorhanden in der Starter-Auswahl. Das ist natürlich sehr witzig, weil Starter-Typen... Aus Generation 3. Generation 3, gut, da haben wir natürlich auch noch Pokémon XD, die gehören ja auch zu Generation 3. Nein, Digga, nicht. Kolosseum haben wir auch noch. Nein, aus Pokémon Rubin, Punkt. Pokémon Rubin, na gut. Pokémon Rubin ist ja auch, wenn man dann so sieht. Und, wenn man so warten betrachtet. Aber nö, bist du nicht. Och, Manu. Okay, Tio, du bist dran. Aber guck mal, kann Wasserpflanze voll direkt ausblasen. Okay, ich bin ein Eistyp und der andere Typ wird ja von Arena-Leitern aus der ersten Generation benutzt. Und zwar von einem der ersten vier Arena-Leiter. Ist das eine Frage? Das ist meine Frage. Ja. Gut, auch einen von den ersten drei Arena-Leitern. Ja. Und ich gehe jetzt risky. Okay, ich bin Eis-Elektro oder Eis-Wasser. Es gibt natürlich deutlich mehr Eis-Wasser-Pokémon. Deswegen sage ich, ich bin Eis-Wasser. Das ist korrekt. Drittes Jahr. Drittes Jahr. Ja, da wird mitgezählt. Eiswasser, so. Drittes Jahr. Ich bin ein Basis-Pokémon. Das ist korrekt. Ich bin Pescriodon. Moment einmal ganz kurz. Spaß, du bist Pescriodon. Let's go! Let's go! Das müssen wir alle nachziehen. Das ist sehr stark. Ich bin ein Normalflug-Pokémon. Das ist korrekt. Okay. Boah, es gibt halt so viele normale Flugpokémon. Das ist halt schon ein bisschen gemein. Das ist korrekt. Zweites Jahr. Okay. Normal Flugpokémon, ja. Ja.
Ich habe, glaube ich, noch nicht gefragt, ob ich Teil einer Entwicklungsreihe bin. Korrekt. Viertes Jahr. Ich bin Teil einer Entwicklungsreihe. Sein mit deinen Aussagen. Ich bin Teil einer Entwicklungsreihe. Tatsächlich bist du nicht Teil einer Entwicklungsreihe. Oha. Das macht sehr viel aus, okay. Okay, ich glaube, ich hab's. Damit bist du schon mal nicht Gewinner. Okay, ich hoffe jetzt sehr, dass ich... Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Normalkampf, es kommt mir super bekannt vor, aber ich glaube, es gibt nichts. Quatermark war, glaube ich, nur Kampf. Andererseits ist Kommanduta normal Psycho. Aber vielleicht denke ich auch deswegen, dass der Normalkampf ist. Jetzt bin ich so verwirrt. Ich gehe einfach darauf. Erstmal, ich basiere auf einem Tier. Ja. Okay, das ist ja schon mal gut. Das schließt nichts aus von dem, was ich im Kopf habe, aber ist für später vielleicht ganz nice, wenn ich jetzt gleich, wenn mein Weltbild gleich erschüttert wird. Mhm. Ich habe eine Wasserschwäche. Nein. Okay, ich bin nicht Pyroleo. Fuck. Damn. Okay, Timo. Nein, warum frage ich denn so? Habe ich eine Käferschwäche? Nee, warte. Mein Zweityp hat das eine Käferschwäche. Wenn es will, weil du ja schon weißt, dass du ein Flug-Pokémon bist. Ja. Deswegen wäre die Frage natürlich meines Erachtens unangemessen gewesen. Ist das so? Aber, da du deine Fragestellung nochmal geändert hast. Ja, genau. Möchte ich dir hierauf... trotzdem einen reindrücken. Die ein Ja geben. Oh, okay. Also, Flug und nicht Flugpsycho. Ja. Okay. Ich muss es mir aufschreiben, ich brauche das. Okay, schreib's dir auf. Unlicht. Tiger. Flugpsycho. Und ich kann mich halt. Oh, Flo, bleibst du aus? Thumbnail-Pose. Ja, aber mach kurz mal ein paar Thumbnail-Posen, also, mach mal kurz dich hier und dann. Ja, stimmt so, eigentlich. Und gut, dann. Ne? Warte ganz kurz hier, damit auch das Mikrofon weg ist. Ist auch smart, warte ganz kurz. Mhm. So, ja, okay. Kommt mal alle näher ran, Timo muss näher rankommen. nichts, wenn du da hinten dein Mikro irgendwo anders hast. Mann, du musst näher rankommen, smart. Du bist immer so winzig in der Cam. Sorry, Alter, hier, guck mal, hier ist besser oder wie hier? Ach, ja, Dennis muss auch noch näher rankommen, wo sind deine Thumbnail-Posen? Hallo? Was? Hä? Du bist so weit weg. Ich hab doch schon gemacht. Ja, wusste ich nicht. Oh, ja, aber du, deine Brille. Ja, genau. Du darfst nicht so. Warte, du musst ein bisschen mehr zur Seite, weil deine Brille so reflektiert. Genau. Top. Ja. Ist okay. Super. Weiter so. Model. Ja, weiter. Ist perfekt. Bisschen mehr in die Kamera jetzt auch schauen. Bisschen mehr jetzt in die Kamera noch schauen. Ja, schön. Reiß nochmal deine Augen so auf. Hä? Oh, Kamera, der war gut mit deinen Augen. Okay, top. Haben wir das auch geklärt? Top. Ganz normaler YouTuber-Abend. Ja, aber ich mag es, weil Flo hat manchmal so Posen und dann ist er auch so eine Minute da drin, wo er in der absoluten Denkerpose ist. Den finde ich eigentlich ganz gut mit dem Stift. Wenn du wüsstest, was. Warte, mach nochmal das Mikrofon weg, genau, ja. Nee, darfst nicht so in die Kamera schauen. Genau, ja, oh, ja super. Ja, mehr. Mann! Damn, Daniel. Top. Damn, oh, ich heiß nicht Daniel, Digga. Daniel. Okay, wer ist denn okay. Jetzt? Ja, ich bin dran. Ich bin immer noch dran. Ja, ich muss kurz gucken, wie ich die Frage formuliere. Okay, also, ich kann mich nicht entwickeln. So ganz basic. So, ich kann mich nicht entwickeln. Habe ich... Nee, ich muss erstmal auf Flug und nicht auf Flug Psycho. Das muss ich erstmal klären. Du bist der Einzige, der nachziehen kann. Habe ich eine Undichtschwäche? Ja? Okay, ich bin Flug Psycho. Plus Ultra? Okay. Ja, My Hero Academia. Ich mache jetzt eine Punktlandung für Dominanz. Ich bin Symbolara. Oha, stark. Okay, dann versuche ich das auch. Ist falsch? Korrekt. Danke, Mann. Danke, Mann. Ey, Timo, das wäre so auch? Crazy. Danke, Mann. Danke, das wäre so crazy gewesen. Ich habe nämlich auch überlegt, nämlich Symbolara oder ein anderes. Ist leider nicht Symbolara. Okay. Ich frage nochmal, habe ich einen Schnabel, Flo? So. Nee. Wir haben. Der fällt mir ein. Ernsthaft? Na doch. Na klar. Ja, okay. Ich bin ein Krawalloro. Nö. Schade. Nö. Okay, es gibt noch den anderen Bro.
Ja. Okay, das Ding ist, ich weiß immer noch nicht, ob Quatermark normal Kampf ist oder nicht. Ich glaube nach wie vor eigentlich nicht. Aha, okay. Aber mir ist jetzt normal Elektro eigentlich eingefallen. Ich habe die ganze Zeit gebrainstormt, dass da auch irgendwas geben muss. Und da gibt es halt die Elesaat-Reihe. Ist ja nicht weit weg von Pyroleo, ne? Muss man ja mal sagen hier an der Stelle. Und deswegen hätte ich vorhin übrigens auch nach Bodenschwäche statt nach Wasser fragen wollen, aber naja. Ich bin ein Normal-Elektro-Pokémon. Nein, du bist kein Normal-Elektro-Pokémon. Ich bin Normal-Kampf? Ist es echt Vatermann? Okay, Dennis. Gibt es noch was? Okay, Timo. Ja. Habe ich eine regionale Form? Nein. Flo, bin ich ein Porenta? Nein. Ist das dein Ernst, ey? Ich habe das Gefühl, ihr seid alle so nah, aber auch doch so weit entfernt. Jeder von euch. Ich bin nicht Porenta und nicht Gravalo. Rahim. Ja. Ist Quatermark ein Normalkampf-Pokémon? Wieso fragst du ihn das, aber mich nicht? Ja, warte nicht, das ist nicht meine Frage an dich. Wenn mir nein, ist es schwierig. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Ach so, ja, schwierig jetzt. Wobei, wenn ich gewinne? Nee, ich kann ja gleich ziehen. Hauptberuflich, oder? Ich bin so verunsichert bei Quatermark wegen Kommandutern. Aber es gibt safe doch auch noch ein anderes Normalkampf-Pokémon. Was mir gerade einfach nicht einfallen will. Normalkampf ist so eine Typenkombination, die man sich tausendmal vorstellen kann. Ja. Sehe ich. Bin ich Quatermark? Nein, du bist nicht Quatermark. Der ist auch nicht kampfnormal. Der ist auch nicht kampfnormal. Ja, ich war ja auch bei Kampf. War nur ein Test. Hä? So, Dennis, zieh was bist du? Frage. Zieh zurück. Ja, Digga, ich hab keinen Call mehr. Das ist das Ding. Ich hab auch keinen Call mehr. Ich schon. Hast du noch einen Call, Reim? Normalflug, Bro. Es gibt so viele Normalflug-Pokémon und dann nimmst du ein Basis-Pokémon, was nicht Porenta und nicht Cavallaro ist. Ja, eigentlich, also ich glaube, ich habe von euch allen dreien das Pokémon. Okay, sorry, Mister. Kein Problem. Bin ich ein... Du bist so krass, Timo, das wolltest du hören. Du bist der Krasseste. Danke. Bitte. Bin ich einmal... Bin ich ein legendäres Pokémon, Timo? Nein. Ja, dachte ich mir, dass ich Lugia bin. Digga, hä? Dann gibt's oder Galactos sogar noch. Bei Regionalformen haben wir okay, hast du. Okay. Normalflug. Also, Porenta gab's halt Dodu, Dodri. So, es ist aber wieder eine Entwicklungsreihe. Ich glaube, aus der ersten Generation gibt's aber, glaube ich, kein weiteres Normalflug-Pokémon, was für sich alleine steht. Es gibt noch Habitak, Ibitak, Taubos-Reihe, bla. Generation 2, Noctu ist halt auch wieder eine Entwicklungsreihe. So. Da noch Normalflug-Pokémon sehe ich gerade nicht. Dritte Generation. Normalflug-Pokémon komplett für sich alleine stehend. Puh. Glaube ich auch nicht. Es gibt halt Schwalbini, Schwalbos. Wieso sollte es dann noch ein Pokémon geben? Generation 4. Diamant, Perl, Platin. Gibt es da irgendein... Also könnte bestimmt irgendwie so ein Wacko geben. Aber wieso? Es gibt so Staraptor. Wieso sollte es da noch Normalflug-Pokémon geben, was so nur so für sich alleine steht? Obwohl es den gibt. So, also, das wäre ja voll blöd. Das wäre, würde ich nicht feiern. Wenn es das geben würde. So, Generation 5. Generation 5 ist natürlich immer diese Wildcard, weil du hast da natürlich auch Fassasnob, die ganze Entwicklungsreihe. So, aber wieso sollte es da dann noch natürlich wieder den normalen Flugpokémon geben? Kann man wieder sagen, aber gut. Gen 5 ist halt riesig, ne? Das heißt, vielleicht gibt es da irgendein Pokémon. Deswegen frage ich auch einfach mal, komme ich aus der 5. Generation? Nein. Okay. Hey, na? Man, hier sind alle so nah dran. Ja, okay. Ich bin ein Normalkampf. Ich weiß doch auch nicht, was ich da tue, Bo. Vielen Dank für den Prime Resub. Danke für 3 Monate. Ich weiß nicht, wieso der Leute nicht geht. Ich existiere aber wirklich. Ja, du existierst wirklich. Du hast tatsächlich ein Pokédex-Eintrag, wo ich auch die Farbe gesehen habe, wo ich die. Darf ich einen Tipp geben, was. Nein, das muss ja Schamloch. Aber ich finde so eine Aussage von Dennis so ein bisschen quatschig, die er gegeben hat. Echt? Ja, so ein bisschen. Ah. Wahrscheinlich bin ich ein Special One. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Warte mal. Ja, nee, findest du? So leicht quatschig. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Welche Frage du meinst. Nee, oder?
Ja, so ein bisschen also, Quatsch. Es geht ein bisschen in die Richtung, was ich letztens verschissen habe, weißt du? Ja, ich glaube, ich weiß, welche Frage du meinst. Ach so, ob ich ein Tier bin, oder was? Ja, so ein bisschen also, tweaky. Ah, ist egal. Doch, du bist... Also, ja, bist du, ich sag, du wirst kein Auge machen. Nee, da will man auch kein Auge machen. Ja. Keine Ahnung. Ich komme aus Generation 9. Generation 9 ist falsch. Okay. Bin ich in Karmesin Pupu fangbar, Timo? Positiv. Ja? Ja. Okay. Pupu fangbar. Psychoflug. Kann mich nicht entwickeln. Digga, kein Plan, ne? Aber warte mal, aber weißt du, ob du Teil einer Entwicklungsreihe bist? Also nicht entwickeln heißt ja nicht, kann ja auch Endstufe sein, ne? Also ihr habt bei denen habe ich es auch. Ihr habt alles so übelst vergessliche Pokémon, alle drei. Also ich glaube, Dendens habe ich und Reims habe ich auch. Danke, danke, Flo. Stark, Flo, stark. Ja. Aber mal sehen, vielleicht gibt es da noch mehr. Aber auf meins. Ich bin in der Wildnis fangbar. Okay. Ja, okay. Okay. Fangbar. Bin ich. Also, so wow. Wie gerade der Bro Pescryodon schaut, so denken wir gerade. Ja, boah, wirklich. Wirklich. Wir sind wieder bei Stadt am Fluss gelandet. Ich kann mich nicht entwickeln. Was haben wir denn da? Das ist ja auch crazy, dass wir so alle unsere Typenkombinationen haben. Ist also wirklich und keiner cool. Kommt drauf. Aber ihr habt das echt vergessen, Pokémon. Ich finde die, also ich finde alle, die ihr ausgesucht habt, auch Pescryodon und das, was ich mir ausgesucht habe, ist coole Runde. Sehr coole Runde. Also Pescryodon finde ich 1000-mal leichter gerade als Normalkampf. Aber nur, weil ich die Fossilien sehr mag. Oder zumindest sehr viel mit denen verbinde. Same. Ich glaube, ich muss es nach Gens gehen gleich dann. Ja, wie wir. Korrekt, ja, ihr solltet echt alle nach Gens gehen, glaube ich. Aber ich glaube, selbst dann wird das... Ja, sag einfach mal eine Gen, komm, Dennis, komm. Wir können ja Speed jetzt machen einfach. Okay, 6. Gen? Nein. Komm ich aus der 6. Generation? Nö. Komme ich aus der 7. Generation? Ja. Ja. Oh. Alola. Quatermark. Ist das doch Quatermark? Ich sag Quatermark. Ich wusste doch. Ich bin Teil einer Entwicklungsreihe. Ja. Komm, Chad. Let's go. Ich ändere meinen Typen während meiner Entwicklung. Nein. Nee, ist ja tatsächlich. Sehr sicherlich. Nee. Ja. Immer ja. Nochmal Kampf? Gott. Ah, Timo kann für mich antworten. Okay. Was ist das? 7. Gen? Korrekt. Wow. Welche Gen hast du eigentlich nochmal gefragt gerade, Rami? Ich habe einfach 6. Nein gesagt, ohne zuzu. Ich habe ja, okay. Nein gesagt, alles gut. Okay. Achso. Ich glaube, ich mute Timo. Ah! Ja, besser ist. Ja, okay. Ja? Ich kann meine Form ändern. Korrekt. Ja, okay, dann bin ich Choreogel. Welches? Oh, echt? Ich hatte sogar noch ein anderes. Crazy. Psycho-Flug-Choreogel. Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Ich weiß die Form nicht. Ja, okay. Ist ja egal. Ja, ja, ist Hula-Stil. Der Hula-Stil. Ach, Hula, ja, da ist er. Okay. Aber strong. Oh, ja, ich hast du noch im Kopf, Flo? Ich weiß nicht, ob es schon durch eine andere Frage ausgeschlossen wurde. Flecknoll und Flecham. Yeah. Ah, nee, wurde noch nicht ausgeschlossen. Eigentlich. Doch, Teil. Wobei, Teil, du ja jetzt Basis Teil, von der Mama. Okay. Teil einer okay. Entwicklungsreihe. Okay, ja, bin ich aus der 7. Generation? Nö. Nein. Ich frage jetzt einfach durch. Ich weiß, mir fällt gerade gar nichts ein. Ich muss die Jenny. Ja auch noch, ja. Ich meine, ich habe Alola. Ich weiß, ich bin Teil einer Entwicklungsreihe und ich ändere meinen Typen nicht. Genau. Ist ja easy. Ist easy. Richtig. Deswegen löse ich jetzt auf und sag. Sehr gut. Kein Plan, Alter. Ja, rein weißt du's? Ja, ne? Ich hab nicht darauf geachtet, was du von Pokémon hast. Ich bin Normalkampf aus Alola. Ja. Teil einer Entwicklungsreihe und ich ändere meinen Typ nicht in der Entwicklungsreihe. Normalkampf. Okay, ihr seid beide Quatschköpfe. Ich muss kurz.
Du musst kurz selber überlegen, was für Kampfmodus hat denn der. Dennis, weißt du Rahims? Ich brauch nochmal die Facts. Ich habe auch nicht so drauf geachtet, weil mein Kopf gerattert hat. Aber Normalkampf müsste ich wirklich einmal, glaube ich, die siebte Generation kurz mal durchgehen. Crazy. Ich bin aber so bei mir gerade in meinem Kopf drin. Ja, alles gut. Das ist normal. Mich interessiert, ob du es direkt hättest. Ich sage, die sind übervergessen, die Pokémon. Komm, hau einfach raus, Flo, komm, wir sind eh gerade wack. Ja, was soll ich denn raushauen? Frag einfach Sachen. Hala benutzt mich. Nein. Okay. Ich glaube nicht, aber. Ich komme aus der 8. Generation. Doch. Hala benutzt den tatsächlich. Also steht auf Pokéwiki. Das ist crazy, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht auch erst im Rematch? Maybe. Man fängt mich. Auf der dritten Insel. Ich habe die Edition nur einmal gespielt. Komm. Aber Hala, ich weiß, welche Pokémon er benutzt, aber da fällt mir jetzt auch kein Normalkampf-Pokémon einfallen. Das muss beim Rematch, glaube ich, sein, oder? Actually, nein. Nee. Also, dritte Insel. Ist Pony die dritte Insel? Es ist einfach gelöscht, Nein, ist nicht dritte Insel. Also, okay. Komm, Flobert, einfach fragen. Ich bin eh. Nicht dritte Insel. Ja, komm ich aus der 8. Generation. 7. Generation habe ich schon gefragt, ne? Nein. Ich werde es nicht herausfinden. Ich weiß. Warte, krieg ich die Facts für Rahim, damit ich auch raten kann? Ja? Das ist die erste Wer bin ich Runde, wo zwei Leute es nicht schaffen aufzulösen. Doch. Crazy. Also die Infos, die Rahim hat, ist, er ist ein normaler Flug-Pokémon, aber ein Basis-Pokémon. Er kommt nicht aus der 8. Gen, er kommt nicht aus der 7., 6., nicht aus der 6., nicht aus der 5., nicht 7., nicht 6., er ist nicht Porenta. Also nicht erste Gen safe. Ich glaube, ich bin zweite Gen, aber... Weißt du es, Dennis? Macht's Klick? Also fängt man mich auf der... Warte, wurde 9. Gen ausgeschlossen? Also ja, Kravaloros ist auch nicht. Gut, nicht 9. Das wird der größte Abend. Fängt man mich auf der 4. Insel? Ja. Also 4. ist noch ein Rennen, 3. ist noch ein Rennen, 2. ist noch ein Rennen. Basis-Pokémon. Kampf-Normal-Pokémon wird mir jetzt aber actually auch keins einfallen, ich bin ehrlich. Normal ist so ein Forgettable-Type. Ja. Du kannst dich nicht entwickeln. Nein, ich bin Basis. Genau, Reim Basis, Mann. Okay. Bin ich... 4., 3., 2. Sollen wir euch den Endbuchstaben von eurem Pokémon... Nein, das hilft gar nicht. Oder vielleicht hilft Flo, aber... Ich würde gerne die Gender einmal wissen, damit ich halt weiterraten kann, so. Ja, ich stelle jetzt einfach irgendwelche random Fragen. Okay. Die werden mir alle nichts bringen, aber vielleicht kriege ich irgendwann den Geistesblitz. Habe ich verschiedene Formen? Nein. Bin ich aus der 2. Generation? Nein. habe ich eine Signature-Attacke? Nein. Meine Entwicklungsreihe? Bin ich aus der 4. Generation? Nee. Ja. 4. Generation Normalflugpo und Plaudergeil. Dankeschön. Ich hab's jetzt gemeint, der Raptor, also wenn es da einen gibt, nee, das macht mich ja so sauer. Du hast da so gelächelt, dass ich kurz davor war, Gen 4 zu fragen, da war ich so, na komm, es ist so wack, Plaudergeil ist so wack, Alter. So wack, so ein wackes Mon, Alter. Okay, Flo, komm, baller raus. Ja, gib mir Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben, I don't know, Alter. Endbuchstabe ist O. Action Hast du den Fett. Anime geguckt? Den nee. Sonnenblut-Anime? Es hatte mal eine Signature-Fähigkeit. Das stimmt. Ja. Es hatte mal. Danach hat Pokémon das Pokémon gibt es nicht in Kamen Purpur, ne? Genau. Ja. Das gibt es nicht in Kamen. Weißt du es rein? Ja, es ist wack. Also ich verstehe das. Du kannst es in Schwert und Schild in der Naturzone konntest und will dir deinen Arsch versohlen. Ja, wegen Sonne-Mond-Anime, weil das war ein guter Tipp gerade, aber dafür muss man... Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber es gibt halt so Memes damit. Der hat sehr viele Memes, alle Leute lieben den. Genau. So. Ja. Aber den vergisst man echt crazy. Ja. Aber ich wusste auch nicht, dass Hala Kosturso nutzt. Ey, was war das denn für eine Runde? Digga, das war eine Katastrophe. Pure Verzweiflung. Aber witzig. Ich fand's sehr witzig.